An der Trompete, Sebastian Strempel. Sie sind viele, sie sind laut und wo sie auftreten, bebt der Boden. Big Bands gelten als die Elefanten unter den Jazzmusikern, fast ausgestorben, immer wieder tot und doch so angesagt wie einst. Wenn die Big Band Thilo Wolf im Fürther Stadttheater aufspielt, dann wippt das Publikum auf den Sitzen, kaum gebändigt vom feierlichen Anlass. Fürth ist nicht New York, das Theater nicht der Cotton Club, und doch beginnt in der fränkischen Provinz eine ganz erstaunliche Musikerkarriere, die auf die großen Bühnen der Welt führt. Schon als Teenager, der neben Klavier auch Kontrabass und Schlagzeug spielt, begeistert sich Thilo für den Sound von Hugo Strasser, Max Greger und vor allem Count Basie. Opernmusik nach Meinung der Freunde, die Sting hören, Springsteen oder Michael Jackson. Mit 16 schreibt das Ausnahmetalent Arrangements für Big Bands. Mit 24 gründet er seine eigene, deren 30. Geburtstag kürzlich groß gefeiert wurde. Ich habe mich schon sehr, sehr früh für die Big Bands interessiert. Und es war dann ein Traum, der in Erfüllung ging, als ich die Musiker des Orchesters Hugo Strasser kennengelernt habe. Und da gab es einen, den Werner Tauber, der hat mir die ganzen Arrangements zugeschickt. Ich wollte unbedingt wissen, wie schreibt man ein Big Band Arrangement. Das war ungefähr mit 15, 16 und ich fand es gar nicht so kompliziert. Ich habe mir die Partitur angeschaut, habe mir die Aufnahmen dazu angehört und fand es gar nicht so kompliziert und habe dann die ersten eigenen Arrangements geschrieben, die wiederum vom Orchester Hugo Strasser aufgenommen wurden. Das war natürlich ein riesen Glücksfall für mich und ich habe dadurch sehr früh in das Musikbusiness hineingeschmeckt. Aber so dieser Count Basie-Virus hat mich eigentlich so richtig erfasst, als ich 16 Jahre alt war und dann in einer Studenten-Big-Band in Erlangen getrommelt habe. Das waren alle Studenten, ich war relativ jung, mit 16 durfte da mitspielen und da habe ich diese Musik eigentlich entdeckt. Und da war es dann wirklich um mich geschehen, dass ich dachte, irgendwann, jetzt muss die eigene Band irgendwann mal her. Thilo Wolf wohnt mit seiner Familie im Fürther Stadtteil Poppenreuth, direkt am Stadtpark. Es ist ein Haus der Musik. Wohnen heißt Leben und Arbeiten unter einem Dach. Das Parterre ist Refugium, aber ruhig ist's auch hier nicht, wenn die Herde mit Getöse eintrifft und sich im Obergeschoss zur Probe formiert. Da gibt es ein großes Studio mit gleich zwei Steinway-Flügeln, kleinere Räume für Solisten, für Regie und Aufnahmen. Als ich das Haus hier geplant habe, dann war eigentlich eine Prämisse klar, es muss ein Haus sein, das am Ende voller Musik ist. Und am schönsten ist es, wenn das Haus wirklich voller Musiker ist, wenn oben im Studio die Big Band sitzt oder ein Streichorchester, wenn die Menschen da sind, wenn es durch die Räume schallt und wenn die Bude einfach voll ist. Und ein offenes Haus, wo jeder eigentlich auch immer Zugang hat, wo jeder auch immer willkommen ist. Und es ist ein riesengroßes Glück, dass wir einfach die Möglichkeit haben, hier oben zu üben, dass wir jederzeit raufgehen können. Und wenn es nachts um drei ist, ich muss auf keinen Nachbarn Rücksicht nehmen. Wir sind hier völlig schalltechnisch abgeschottet. Wir haben sehr liebe Nachbarn, die irgendwann gesagt haben, macht halt mal die Fenster auf, dass wir endlich mal was hören. Also wir sind hier sehr gut abisoliert. Und das ist natürlich die totale Freiheit. Wir können einfach Musik machen, wann wir wollen. War, glaube ich, schön. Dann machen wir es noch den Schluss. Also die Idee entstand eigentlich da. Ich war ungefähr so 1997, müsste das gewesen sein, da war ich in New York und habe eine CD aufgenommen. Und da waren wir in einem Studio außerhalb, so leicht außerhalb von New York und waren, das war wie so eine Jugendherberge mit einem großen Garten außenrum und einem Baseballkorb. Und da haben wir aufgenommen, dann sind wir wieder raus und haben ein bisschen Baseball gespielt und dann haben wir auch da oben in dem Haus gewohnt. Das war einfach Leben und Arbeiten. Und das war auch so ein bisschen das Ziel, das ich hier für dieses Haus hatte, dass wir einfach sagen können, wenn die Band da ist,
dann ist es nicht eine kalte technische Studioatmosphäre, sondern wir sind da oben, wir haben den Blick auf den Stadtpark. Wir haben die Möglichkeit, dass wir hier alle relaxen können, uns auch in die Sonne legen können und dass man einfach die Arbeit mit dem Leben verbindet. Weißt du, was ich auch interessant finde, dass Jazz-Schlagzeuge immer so in der Form spielen, ne? Weil sie immer noch vier Takten machen, die budum, dum, dum, bum, budum, budum. Damit auch jeder weiß, nach vier Takten, ah, ist wieder die Form rum. Das, woher kommt denn das? Jazz-Schlagzeuge. Das machen nur die aus Veitshöchst. Genau, okay, danke. In zweiter Ehe ist Thilo Wolf mit Beatrice Karl aus Hannover verheiratet. Die beiden lernten sich auf dem dortigen Presseball kennen, bei der Arbeit. Auch sie ist Musikerin, ausgebildete Jazzpianistin mit eigener Band. Sie ist die einzige Frau unter 18 Männern, wenn sie in der Big Band ihres Mannes die Hammond-Orgel spielt. Und es ist schon eine Herausforderung, wenn sich zwei Pianisten, Pianistin und Pianist finden, dann ist es schon nicht ganz unkompliziert, denn wir sind ja auch noch ungefähr in der gleichen Musikrichtung unterwegs, im Jazz, im Pop. Und da gibt es dann schon so kleine, ich möchte nicht sagen Revierkämpfe, aber es ist schon ein gegenseitiges Positionieren. Wo steht der andere, wo steht man selbst? Und das musste sich erst mal ein bisschen setteln. Aber dann ist es eigentlich wunderbar. Aber eher von deiner Seite aus. Ich hatte da keine Befindlichkeiten. Ist vielleicht ein Männerding, ne? Ja, dass man da sich ein bisschen positioniert. Oder, ja. Ja, und immer so den Vergleich sucht und so, das hatte ich eigentlich nicht so. Ja, das ist richtig. Aber wir arbeiten auch gut zusammen. Ab und zu spielt sie in meiner Band, im Orchester. Und es funktioniert wunderbar. Ich sage immer, so lang alles läuft, wie ich sage. Ja, unterschreibe ich. Gibt's keinen Stress. Ja, nee, macht großen Spaß. Anstrengender ist es, wenn ich mal in ihrer Band spiele, was selten vorkommt oder was auch mal vorkommt. Dann ist sie eine harte Chefin. Also viel, viel härter als ich. Das stimmt nicht, das weiß ich von mir. Man muss natürlich sagen, dass ich im Gegensatz zu dir mein Leben lang gewohnt bin als Sideman. Da gibt es, glaube ich, jetzt keine weibliche Form von. Der Sideman ist der Musiker, der halt mitspielt. Also nicht der Bandleader, sondern das Gegenteil vom Bandleader ist der Sideman. Und das mache ich natürlich mein Leben lang. Deswegen ist das für mich auch einfacher, mich unterzuordnen und mir von jemand was sagen zu lassen, als für Thilo, der natürlich gewohnt ist, dass er immer der Chef ist. Und wenn er dann bei mir in der Band spielt, dann bin ich immer der Chef. Und das ist dann meistens cool, aber auch manchmal dann nicht schon so. Manchmal auch kritisch. Eine schöne Ergänzung zwischen uns beiden ist, also ich sag mal, bis zu den 60er Jahren weiß ich alles und ab den 60er Jahren weiß sie alles. Also ich habe ihr beispielsweise erklärt, Musical Porgy and Bess, ne, war für sie neu. Aber wenn sie mir sagt, da kennst du den Titel von Sting, ich hatte keine Ahnung. Also wir haben uns wirklich gegenseitig auch Musik gelehrt. Wir hatten völlig unterschiedliche Epochen, die wir gehört haben als Jugendliche. Da waren wir wirklich sehr unterschiedlich. Ich erinnere mich, dass ich damals, damaliger Freund meiner besten Freundin war irgendwie Veranstaltungstyp irgendwo und es ging darum, dass wir umsonst an Karten zu einem Peter Gabriel-Konzert gekommen waren. Und dann sage ich zu Thilo, Mensch, du, die Sensation, Peter Gabriel. Und er wusste gar nicht, wer das war. Ich habe gedacht, was willst du jetzt bei Gunter Gabriel? Also, Anekdote aus dem Winkelchen. Und das ist, ich habe damals in der Schule, ich habe Charlie Antolini gehört. Und die Mitschüler, was hörst du denn da? Die hielt mich alle für bekloppt. Ne, aber mein Gott, man muss halt irgendwann das finden, was einen anfixt. Und das hat sich ja dann irgendwie auch bezahlt gemacht. Es hätte auch alles anders kommen können. Wenn Bub Thilo die Musik seines Vaters doof gefunden hätte. Der war Inhaber einer Nürnberger Drogerie und Jazzfan. Samstagnacht spielt er Klavier in den Clubs der Amis. Zu Hause liegen überall die Platten von Max Gregor und Hugo Strasser rum. Dem kleinen Thilo gefällt der Swing der Big Bands besser als der Rock der Rolling Stones. Und er übt fleißig Piano, nimmt in München Schlagzeugunterricht bei Charlie Antolini. Der Vater erkennt schon früh das große Talent seines Sohnes, auch dessen Ehrgeiz. Sie verstehen sich prächtig. Thilo fährt mit zu den Kunden und lernt dabei das Kaufmann einmal eins. Der Vater begleitet ihn zu ersten Auftritten und lernt seine Idole live kennen,
all die Showgrößen. Es ist dieser Einklang, der den Weg zu einer außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte bahnt. Es gab ein Schlüsselerlebnis, das war Anfang 2020, kurz vor dem ersten Corona-Lockdown. Wir hatten ein Konzert mit dem Münchner Rundfunkorchester und ich kam mit meinem Jazzquartett zum Münchner Rundfunkorchester und das war sehr nett, die haben uns sehr nett empfangen und ich habe so ein bisschen in die Gesichter der Musiker geguckt und habe schon gesehen, naja, so ein paar Fragezeichen sind schon in den Augen drin. Wahrscheinlich hat sich mancher gedacht, naja, jetzt kommt wieder einer mit Jazz. Eigentlich würde ich lieber Brahms, Bruckner oder Beethoven spielen. Na gut, wir haben dann unser Programm gebracht, das war ein Gehörspielprogramm, und wir haben den Jazz in das klassische Sinfonieorchester hineingebracht. Zwei Probentage und zwei Konzerte später war es dann so, dass wir nicht nur Standing Ovations im Publikum hatten, ausverkauftes Prinzregententheater in München und tolle Kritiken in der Presse, sondern das Schönste war eigentlich, dass die Musiker am Ende zu mir kamen und gesagt haben, das hat so viel Spaß gemacht, das wollen wir unbedingt wieder machen. Und da dachte ich mir, was haben wir gemacht, damit wir eine große Gruppe an Menschen, die eigentlich aus einer völlig anderen Welt kommen, nämlich aus der Welt der klassischen Musik, was haben wir gemacht, damit die so begeistert waren und mit uns den Jazz gemacht haben? Es ist ja nichts anderes, als wenn ich heute zum Unternehmen gehe und einen Innovationsprozess starte. Wenn ich sage, ich möchte mit dem Team was Neues bewirken. Drogerie oder Bühne? Zwei Wege, zwei Möglichkeiten. Der väterliche Betrieb darbt, die Schleckers breiten sich aus, die Bühne aber leuchtet und lockt. Thilo will beides. Er studiert Betriebswirtschaft an der Uni, macht Musik, macht Examen, gründet seine Big Band, bekommt seine eigene TV-Show beim Bayerischen Rundfunk, alles gleichzeitig. Geht doch. Die Firma wird umgekrempelt, zieht von Nürnberg-Rosenau nach Fürth-Poppenreuth und wird mit Wolf Promotion zu einem erfolgreichen Werbeartikelunternehmen. Kunst und Kommerz. Musiker und Geschäftsmann. Geht doch, sagt der Generalist. Der Spagat zwischen zwei Welten ist für ihn eine der leichteren Übungen. Es interessiert mich eigentlich wirklich beides. Es interessiert mich das Künstlerische, aber es interessiert mich auch das Unternehmen. Und es war dann wirklich eine ganz eigene Entscheidung, die auch von elterlicher Seite in keinster Weise beeinflusst wurde. Ich wollte Betriebswirtschaft studieren. Ich habe dann einfach gemerkt, ich möchte nicht nur auf einem Bein stehen. Es macht mir einfach beides Spaß. Und im Nachhinein, wenn ich jetzt zurückschaue, kann ich sagen, es war auch gut so. Denn das Unternehmen hat mir einfach ein Leben lang eine große finanzielle Unabhängigkeit beschert, sodass ich in der Kunst immer nur das machen musste und konnte, was mir wirklich Spaß macht. Ich musste nie diesen machen. Ich musste nie als Künstler Dinge tun, die mir keine Freude bereiten, sondern es war meine ureigenste Entscheidung und es hat mich unglaublich frei gemacht. Und ein Jahr nach dem Tod meines Vaters fand ich einen Brief an mich, den er ungefähr 4 Jahre vor seinem Tod geschrieben hat, wo er mir ganz viele Tipps gegeben hat und wo er einen ganz wichtigen Satz reingeschrieben hat. Und der hat wortwörtlich gelautet: Wenn du merkst, dass dir das Unternehmen keinen Spaß macht, zögere keine Sekunde und entscheide dich für die Musik. Das ist hier mein Vater und ich. Das war bei einer der frühen Swing-It-Produktionen und wir hatten einfach wahnsinnig viel Spaß. Wir verstanden uns wirklich sehr, sehr gut. Und er war immer dabei, wenn ich Musik gemacht habe. Ne? Hier gibt es noch ein Jugendfoto am Klavier. Ich glaube, da war ich um die 17, 18 ungefähr. Naja, und das hier, das war die erste Fernsehsendung. Und da hatte ich damals Hugo Strasser und Max Greger zu Gast. Das war noch nicht die Big Band, das war einfach ein Jazzquartett. Charlie Antolini hat Schlagzeug gespielt. Swing Club im Maritim hieß es damals. Aber da hatte ich die beiden großen Heroes zum ersten Mal
als Gast. Ich war ungefähr 22, 23. Naja, und dann ging es weiter, auch zu Swing It. Das war die Sendung von 1996. Da sitzt auch Klaus Häffner, der Vater von Swing It, der damals das Vertrauen ausgesprochen hat. Das war dann schon eine etwas spätere Sendung mit Alan Harris aus New York und aus Australien James Morrison und natürlich die wunderbare Joan Faulkner, die ich schon lange kenne, die mich schon sehr lange begleitet. Da sehen wir noch ein früheres Bild mit Joan Faulkner und wiederum Max Greger, der dabei war. Und interessant war eigentlich auch das hier. Das war damals, weiß der ein oder andere vielleicht noch, der große Preis. Wim Tölke, Wum und Wendelin waren auch dabei. Und da wurde ich eingeladen, zweimal sogar. Das erste Mal als sogenannter Star von morgen. Da gab es so eine Talente-Ecke. Und da war ich dann mit meinem Vater in Berlin bei Wim Tölke live im Großen Preis Donnerstagabends vor einem Millionenpublikum. Jede Band hat irgendwie so eine Art Homebase. Und am Anfang war es die Stadthalle in Fürth. Da haben wir unsere ganzen Swing-It-Sendungen aufgezeichnet über die Jahre hinweg. Und dann kam irgendwann die Zusammenarbeit mit dem Stadttheater Fürth, wirklich eines der schönsten Theater, die wir hier in Deutschland haben. Ja, und das ist so eine Art Heimat geworden für die Big Band. Und ganz viele Produktionen und Aufzeichnungen haben wir da einfach gemacht. Es ist eine wunderbare Location. Wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Und das ist eigentlich die Heimat der Tilo Wolf Big Band geworden. One, two, three. Was die Big Band betrifft, wir haben noch genau drei Mitglieder, die aus der ersten Zeit dabei sind. Norbert Nagel, Felice Civitaliale und Axel Kühn. Die waren von der ersten Stunde an dabei und die sind auch heute noch ganz wichtige und auch maßgebende Mitglieder der Band, weil wir auch dann so ein schönes Generationenmiteinander haben. Wenn ich jetzt den Felice sehe und den Norbert, die jetzt das 60. Lebensjahr erreicht haben und andererseits junge Typen drin sitzen mit 25, das sind ja einfach zwei Generationen. Und die Erfahrung der Älteren und die Energie und die Lust der Jungen, das ist eine wunderbare Kombination, die der Band richtig gut tut, die eigentlich auch jedem Unternehmen gut tut. Wollt ihr kurz mal anspielen für einen Hubi? Hubi, magst du mal kurz Soundcheck für die Klöppelabteilung? So eine Big Band ist wie eine Fußballmannschaft. Lauter Stars und ein Coach, der das Zusammenspiel trainiert, die Harmonie im Team und den Solisten ihren Lauf lässt. Die wahre Kunst besteht darin, sich unterordnen, zuschauen, zuhören zu können und spontan auf einen Alleingang zu reagieren. Nicht immer einfach für Individualisten. Und ich habe nie diesen Unterschied gemacht, dass ich sage, das eine ist gut, weil es Jazz ist, das andere ist schlecht, weil es vielleicht eine kommerzielle Gala ist. Entscheidend ist, wenn ich was tue, dann muss ich es hundertprozentig richtig tun. Und da muss ich sagen, sind die heutigen und jungen Künstler intelligenter als früher. Also wenn ich den direkten Vergleich ziehen möchte, vor 30 Jahren und zu heute, dann gab es früher mehrere, ich nenne es mal so Mucker, die eigentlich überhaupt keine Lust hatten, mal was Kommerzielles zu spielen, die es aber gemacht haben, weil sie die Kohle gebraucht haben, aber hinterher drüber geschimpft haben. Heute sind die Musiker intelligenter, die wissen ganz genau, die Tatsache, dass ich ein hochkreatives, völlig abgefahrenes Musikprojekt mache, hindert mich ja nicht daran, mit der gleichen Liebe und der gleichen Professionalität auch ein kommerzielles Produkt zu machen. Und das finde ich die richtige Einstellung. Es gibt eigentlich nicht die oder jene Musik, es gibt eigentlich nur gute oder schlechte Musik. Das Stück heißt Just You, Just Me. Thank you.
Zu einer traditionellen Big Band gehören 5 Saxophone, 4 Posaunen, 4 Trompeter, die Rhythmusgruppe mit Gitarre, Piano, Bass und Schlagzeug. Auch äußerlich wird auf Harmonie geachtet mit einer gemeinsamen Farbe. Man trägt Abendanzug in Schwarz-Weiß. Das Musikgeschäft hat sich ja dramatisch verändert. Man kann ja sagen, Musik wird ja heute nur noch gestreamt. Also eine CD verkaufen ist eigentlich völlig witzlos. Jetzt kann man sagen, okay, man kann sich über den dramatischen Werteverlust von Musik natürlich beklagen, das ist richtig. Andererseits habe ich jetzt durch Spotify, durch YouTube die Möglichkeit, der ganzen Welt meine Musik zu zeigen. Das hatte ich vorher nicht. Und wenn man diese Medien bespielen kann und auch ein bisschen weiß, wie man es macht, dann ist das hochspannend. Und ich muss sagen, am meisten werden wir tatsächlich in Japan, USA, England, Frankreich und Deutschland gehört. Das ist doch ganz schön. Neulich haben wir ein Konzert hochgestellt, das hatte nach 3 Wochen schon 70.000 Klicks auf YouTube. Das ist für Jazz unfassbar viel. Aus der ganzen Welt kommen die Kommentare und das ist dann schon schön. Jetzt kam gerade eine Anfrage aus Indien. Wir werden nächstes Jahr das Jazz Festival in Indien spielen, in Mumbai. Und das sind halt, und das haben wir nicht akquiriert, die kamen einfach auf uns zu, weil wir einfach eine tolle Präsenz haben auf YouTube. Und da freut man sich dann schon. Und wenn wir auf halbem Wege in Indien, wenn wir in Indien sind, dann sind wir auf halbem Wege in Japan. Mal schauen, vielleicht schaffen wir es ja auch da noch hinzukommen. Come on, walk it down with me, 133rd Street. Hear the city syncopating till you can't control your feet. Ich habe so ein paar Wünsche in meiner Jugend, die ich unbedingt erfüllt haben wollte. Also ich wollte Big Band haben, geschafft. Ich wollte Fernsehorchester werden, geschafft. Ich wollte mein Symphonieorchester dirigieren, mit Symphonieorchestern arbeiten, geschafft. Ja, und ein weiterer Wunsch war, ich wollte immer mal ein Musical schreiben. Und auch das hat sich irgendwann ergeben. Inzwischen war mit Swing Street ist mein 4. Musical rausgekommen. Swing Street ist eine kleine Geschichte über die 133. Straße in den 30er Jahren in New York. Und das war die Straße, wo die ganzen Jazzclubs, ein Jazzclub neben dem anderen waren. Und alle großen Künstler, die wir heute kennen, ob das Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Benny Goodman, Count Basie, alle die haben in der Swing Street ihre Anfänge genommen. Ich verfahre da eigentlich nach dem Pippi-Langstrumpf-Prinzip. Ich mache das, was mir gefällt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, oder zumindest handhabt, ich halte einfach die Augen und die Ohren offen. Und wenn mir irgendwas begegnet, was mir interessant erscheint, dann wage ich das auch, dann mache ich das auch. Und so komme ich eigentlich zu meinen Solisten. Also an Mitch Winehouse kommt man einfach ran, indem man ihm eine Mail schreibt und er antwortet. Das ist relativ einfach. Also ich habe sein Buch gelesen, My Daughter Amy, und habe da einfach eine ganz andere Seite der Geschichte gelesen, auch eine ganz andere Perspektive, einen ganz anderen Blick auf ihn. Und ich habe dann am Schluss entdeckt, dass er Big Band Sänger ist und habe mir die beiden Alben dann auch runtergeladen im Netz und fand die richtig gut. Und dachte ich mir, hey, ist doch geil, der macht Big Band und singt geil und ich habe eine Big Band, den lade ich mal ein. I get a kick every time I see you're standing there before me. I get a kick, though it's clear to me that you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some chick in the sky is my idea of nothing to do. I get a kick. I get a kick. Haben Big Bands noch eine Zukunft? Wenn man sich in Schulen umhört, feiern sie dort fröhliche Urstände. Doch Profibands sind sehr teuer, was ihr Überleben erschwert.
Bestens aufgehoben ist dagegen die Konkurrenz. Das sind die sendereigenen Orchester der Rundfunkanstalten. Die wenigen Freien müssen sich ständig neu formieren, können kaum auf ein festes Ensemble zurückgreifen. Die Thilo Wolf Big Band ist da wirklich die große Ausnahme. Es gibt nicht mehr den großen Traum, wo ich sage, den muss ich mir unbedingt noch erfüllen. Meine Vorstellung ist immer, ich habe irgendwann mal so ein Rentnerbänkchen, vielleicht mit 70, 80, wo ich dann drauf sitze. Und wenn ich dann auf mein Leben zurückschaue und mir denke, ich habe alles richtig gemacht und auch keine Gelegenheit verpasst, dann ist alles fein und ich muss sagen, an dem Punkt bin ich. Also ich habe nichts, wo ich sagen könnte, das muss ich jetzt unbedingt noch machen, um zufrieden zu werden. Ich bin zufrieden. I got rhythm, I got music, I got my man who can ask for anything more. I got daisies in green pastures, I got my man who can ask for anything more.